der Flughafen Frankfurt. Das Einsatzgebiet der Zöllnerin Elena Wiegand. Sie kontrolliert zwei Reisende aus Asien, die eine Menge Obst mitführen und unbewusst auch Schädlinge. Annone heißt die Frucht. Annone aus Formosa botanisch. Und gerade bei diesen Früchten hat man aus einer Frucht über 10 Fruchtfliegen rausgefunden. Die haben wir bei uns im Labor in einen Schlupfkäfig getan. Und da kamen über 10 Fruchtfliegen raus aus einer Frucht. Der Mann aus Vietnam versteht nicht, warum er die Annone nicht behalten darf. Dann für die auch in Deutschland. Die gibt es auch in Deutschland, das stimmt. Aber darf man dort denn? Nein, die dürfen sie hier im Reiseverkehr nicht mitbringen. Die Waren, die man hier im Supermarkt kaufen kann, sind aus einem kontrollierten Anbau, pflanzenschutzrechtlich gesehen, und auch durch eine Importkontrolle kontrolliert worden und somit sichergestellt worden, dass keine Schaderreger da vorhanden sind. Schädlinge wie zum Beispiel Fruchtfliegen, die nicht in Europa heimisch sind, können ganze Ernten bedrohen. Also man kann durch einen Drucktest feststellen, ob da Fruchtfliegen drin sind. Also man guckt im Prinzip, ob die Frucht irgendwo eine Weichstelle hat. Und an der Weichstelle drückt man dann links und rechts. Und dann, wenn Fruchtsaft dann aus der Frucht austritt, dann weiß man, okay, das sind Fruchtfliegen drin. Die Früchte sind in Ordnung. Vietnamesische Fruchtfliegen. In Europa gefährliche Invasoren. Die außereuropäischen Fruchtfliegenarten richten hier den Schaden an, weil die einheimische Natur im Prinzip nicht auf die außereuropäischen Fruchtfliegen eingerichtet ist. Und deswegen haben wir dann große Probleme. Ja, da läuft schon was. Ja, die Tierchen sind mitunter ziemlich klein, die Pesuren. Die sind echt sehr klein. Das ist ein Trips, ein Blasenfüßler. Überträger von Viren. Also auch das ist ein Problem. Ja, also die, nicht nur der Schaderreger an sich, sondern auch die Viren, die Schaderreger in sich tragen und dann, wenn die hier auf einheimische Pflanzen gehen, die Viren halt übertragen. Gerade bei Tripsen ist das ein großes Problem. Die Mangos bleiben beim Zoll. Aber auch bei den Litschis entdeckt der Pflanzenexperte blinde Passagiere, Schmierläuse. Das ist kein Quarantäne-Schaderreger, also das bedeutet jetzt nicht, dass man die Sendung wegschmeißen muss oder die Bahn an sich. Insofern wäre es in Ordnung, aber es sind halt immer, wenn lebende Tiere dran sind, ist es halt immer auch ein Anzeichen, dass noch was anderes dran sein kann. Deswegen muss man da genau gucken. Und tatsächlich reisen die Schmierläuse nicht allein. Also hier haben wir noch mehrere lebende Schaderreger drauf. Also ich nehme die Litschis jetzt mit raus. Das ist mir jetzt hier zu gefährlich. Also da kann man jetzt nicht ausschließen, dass eventuell noch irgendwelche andere Schaderreger dran sind, die halt hier nicht rein dürfen. Und deswegen werde ich jetzt bei dem Befallsstatus die Litschis auch mit rausnehmen. Wir nehmen die jetzt mit in unser Büro. Da haben wir eine Untersuchungseinheit. Da schauen wir noch mal genauer nach, was für Schaderreger dran sind. Und dann gehen die in den Konfiskateraum und werden dann in Offenbach der Müllverbrennung zugeführt. Das ist einfach von zu Hause. Das wird gesagt von ihr Mutti und ihr Schwester und so. Geht nicht anders. Gesetz. Da kommt das Nächste. Also auch die Chilis, ja. Die dürfen sie leider auch nicht mit reinbringen. Die Reise der Chilis endet hier. Schädlingsgefahr. Hier haben wir auch eine Einstichstelle. Ziemlich weiche Frucht. Das ist ja, Einstichstelle. Also das ist schon eher ein Ausbohrloch. Ja. Ne? Also da ist das Insekt schon wieder draußen. Ja. Als Mitbringsel aus Asien ebenfalls beliebt. Mangos dürfen auch nicht mit rein. Fallen auch unter die Beschau- und Zeugnispflicht und vor allen Dingen Anmeldepflicht. Wenn die Passagiere Gepäck oder Waren pflanzlichen Ursprungs dabei haben, dann müssen die halt anmelden. Ne? Bei uns beim Pflanzenschutzdienst bzw. beim Zoll, und der Zoll benachrichtigt uns dann. Nur der Pflanzenschutzdienst darf nach einer Untersuchung ein Pflanzengesundheitszeugnis ausstellen. Für Mangos im Reiseverkehr zwingend notwendig.
Die können ohne ein Pflanzengesundheitszeugnis nicht in die EU importiert werden. Egal, ob sie jetzt schadererregerfrei sind oder nicht. In den Koffern finden Zoll- und Pflanzenschutzdienst immer mehr Lebensmittel. Dadurch, dass wir für viele verschiedene Behörden hier an der Grenze tätig werden, bekommt man da Einblicke in verschiedene Bereiche, die man ansonsten so als Otto-Normalbürger ja auch nicht kennt. Und die kriege ich hier nur durch meinen Job mit. Umso mehr Verständnis habe ich dann natürlich auch dafür, dass auch die Leute das nicht wussten bei der Einfuhr. Das ist alles für Sie privat? Ja, bitte. Für Sie privat zum Essen? Ja. Ja? Ja. Für privat und ein paar Feuer, das soll gezeigt. Freunde? Was machen Sie vom Beruf? Ja, bitte. Was machen Sie vom Beruf? Ich? Ja. Also, ich bin ein ASEAN-Koch. Koch? Ja. Okay. Brauchen Sie nicht für Ihre Küche? Nee, nee. Nee, nur privat. Nicht für Küche. Okay. Ganz schön viel Pfeffer für privat, oder? Ja, in dem Moment ging es natürlich darum, ob es sich hier auch noch eventuell um eine gewerbliche Einfuhr von Lebensmitteln handelt. Denn bei einer gewerblichen Einfuhr, da geht es nicht mehr darum, was es für Lebensmittel ist. Da braucht man grundsätzlich eine Genehmigung. Und da hätten wir theoretisch alles komplett beschlagnahmen müssen. Deswegen habe ich gefragt, was er vom Beruf ist. Koch, er hat dann schon darauf hingedeutet, dass er diese Lebensmittel eventuell auch für seine Küche braucht, also in der er als Koch arbeitet. Aber er hatte vorher schon gesagt, dass das nur privat für Familie und für Freunde ist. Und das habe ich dann letztendlich auch geglaubt. Was ist das? Das ist die Haufen von Schweinefleisch. Die Haut. Die Haut von Schweinefleisch. Ja, das ist natürlich jetzt. Das gehört zu den tierischen Lebensmitteln. Und die sind auch einfach verboten, ne? Im Reiseverkehr. Da. Da ist dann aber die zuständige Behörde nicht der Pflanzenschutz, sondern die Veterinäre, Grenzveterinäre. Schweinehaut aus Asien. Hier sind die Grenzveterinäre streng. Besonders, weil Europa momentan von der afrikanischen Schweinepest bedroht ist. Die Ansteckung über Lebensmittel, die illegal ins Land gebracht werden könnten, ist schon sehr hoch. Da ist ein großes Risiko da. Und deswegen versuchen wir auch bei den Kontrollen, diese Länder besonders gut zu kontrollieren. Und man muss halt den Leuten versuchen, aufgrund von Tierseuchen die Einfuhrfähigkeit von Lebensmitteln nicht erlaubt ist. Den Zoll passieren darf der Pfeffer. Den stuft der Experte als unbedenklich ein. Dadurch, dass die Körner ja getrocknet sind, sind die auch ohne Zeugnis importfähig. Also die können normal mit reingebracht werden, wenn kein Vorratsschaderreger dran ist. Und das sieht man immer ganz gut, wenn man so eine Tüte nimmt und mal an der Ecke guckt. Da sammeln die sich dann die Schaderreger, aber da sind hier keine drin. Gut. Gut. Dann haben wir alle Gepäckstücke, ne? Mehr als 11 Kilo Obst und Gemüse aus der vietnamesischen Heimat landen nun in einem Müllsack und gehen zur Verbrennung. Damit aber nicht genug. Sie hätten diese Waren anmelden müssen bei uns, beziehungsweise beim Zoll. Sie hätten diese Waren, dieses Obst und Gemüse, hätten Sie beim Zoll anmelden müssen. Da Sie das jetzt nicht gemacht haben, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Und da kostet das jetzt Verwarngeld von 55 Euro. Brauchen wir nochmal Ihre Adressdaten? Ja, okay. Und bitte dann das nächste Mal, wenn Sie aus Vietnam kommen, bitte kein frisches Obst und Gemüse mitbringen. Ja? Ja, okay. Auch für die Schweinehaut erwartet das Ehepaar ein Verwarnungsgeld. Während der Pflanzenschutzdienst den Papierkram erledigt, hält Zöllnerin Elena Wiegand bereits Ausschau nach dem nächsten verdächtigen Koffer.